begleitet mich heute zu einem weiteren Tag hier aus Thailand. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Khao Lak. Für uns ist es jetzt Tag 3. Ich habe ja gestern die Kamera bewusst weggelassen. Und was soll ich sagen? Ich habe erstmal die Osmo jetzt dabei. Also nicht mehr meine große Kamera, deswegen wahrscheinlich wird Bild und Ton etwas anders sein. Aber ich habe jetzt keine Lust, hier mal das große Equipment mitzuschleppen. Ja, gestern war sehr entspannt. Wir hatten einen wunderschönen Tag. Das Wetter wie heute, traumhaft schön, warm. 30 Grad und ja, so wie gestern gehe ich jetzt auch zu unserem Terrace Restaurant. Frühstück, mein Freund schläft übrigens noch. Der ist gerade nicht mit dabei, aber war gestern mit dabei, aber ist eh nicht so der Frühstücker. Ich werde auch nicht so viel essen, weil ich sage euch, das Essen ist eigentlich hier die ganze Zeit. Es ist super lecker und es ist eigentlich schade nicht zu essen, aber man hat gar keinen Hunger mehr. Genau. Also ich gehe jetzt mal frühstücken, dann zeige ich euch, was es so zum Frühstücken gibt. Und dann berichte ich noch, was wir gestern so gemacht haben. Und heute Nachmittag fahren wir dann zum Markt nach Khao Lak. Da nehme ich euch dann auch nochmal kurz mit. Ich zeige euch jetzt ein bisschen das Frühstück hier im Terrace oder im Terrassenrestaurant für Villen- und Bungalow-Gäste. Hier gibt es erstmal Sekt, kann man sich nehmen. Dann gibt es hier immer verschiedene Smoothies. Wassermelone gibt es heute, Orange, Papaya und Ananas. Also die wechseln auch tatsächlich täglich. Dann gibt es hier verschiedenes Wasser, Säfte, Wasser mit Geschmack, stilles Wasser, Apfelsaft, Ananassaft, Orangensaft und Ingwerwasser gibt es hier. Das ist alles, was zu trinken gibt. Kaffee und Tee, Kaffee allerlei, Cappuccino und so kann man sich bei den Kellnern bestellen. Die bringen das dann an den Tisch. Weiter geht's mit den Eier. Auswahl der Eier. Es gibt Omelette, Spiegeleier, Rührei, Ex-Benedict, pochiertes Ei, weichgekochte Eier, hartgekochte Eier. Also das bestellt man hier und dann wird das frisch für einen zubereitet. Dann gibt es eine Auswahl an Käse. Es gibt Gouda, Cheddar und Brie. Dann gibt es verschiedene Schinken, Salami, Parmaschinken, Hähnchen. Dann gibt es Räucherlachs, der ist tatsächlich auch sehr, sehr lecker. Frischkäse mit Petersilie gibt es hier und Sauerrahm. Dann gibt es hier verschiedene kandierte Früchte, wahrscheinlich fürs Müsli. Dann gibt es ja, Salate, Gurken, Paprika, ja, Oliven, ihr seht selbst, muss jetzt nicht alles aufzählen, also ganz viel. Salate, dann gibt es hier nochmal verschiedene Nüsse, Kürbiskerne, Sesamkerne. Dann kommen wir zum Joghurt, normaler Joghurt, Früchtejoghurt. Dann gibt es Fruchtsalat, fertig geschnitten, Wassermelone, Ananas, Drachenfrucht, Papaya und Maracuja, aber das Obst wechselt tatsächlich auch täglich. Dann gibt es hier natürlich auch die Bananen. Auf der anderen Seite geht es weiter mit den warmen Sachen und teilweise wechseln die natürlich auch. Das gab es gestern nicht. Frittierte Gemüsesamoa. Es ist tatsächlich, also es gibt amerikanisches Frühstück, deutsches Frühstück, wenn man es so nennen will, aber auch thailändisches Frühstück zur Auswahl, was ich auch sehr, sehr gut finde, dass man das auch mal testen kann. Ja, die Asiaten essen gerne warmes zum Frühstück und deswegen gibt es hier frittierte Gemüsesamoa. Hier gibt es Schweine-Knoblauchwurst und Hühnerwurst. Dazu dann verschiedene Soßen, gebratene Kartoffeln und gebratene Kirschtomaten. Gebratener Brokkoli und Baked Beans. Gestern zum Beispiel gab es hier gebratene Pilze. Baked Beans waren gestern schon da. Hier gibt es Soßen, Sojasauce, Pflaumensauce und Sweet Chili Soße. Heute gibt es hier gebratene Nudeln mit Gemüse. Ich weiß gar nicht, was es gestern gab. Genau, hier gibt es dann noch verschiedene Dips, Ingwer, schwarzen Pfeffer, Chili-Fisch-Soße, Frühlingszwiebel, Koriander, kann man sich dann noch drauf toppen. Und hier gibt es Dimsums, habe ich auch gestern schon probiert, richtig lecker. Natürlich für uns sehr ungewohnt, weil wir sowas eigentlich nicht zum Frühstück essen würden. Und hier gibt es auch eine klare Gemüsesuppe mit Schweinefleisch. Gestern gab es hier, glaube ich, eine Kokossuppe, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja.
Hier gibt es Bacon und hartgekochte Eier gibt es hier. Hier gibt es kalte Milch und fettarme Milch. Also wahrscheinlich ist die dann nicht fettarm. Es gibt verschiedene Cornflakes, Müsli, drei verschiedene Sorten. Hier gibt es hier Croissants und Zimtschnecken, einen Toaster. Und jetzt gibt es hier verschiedenes Brot. Das sieht tatsächlich auch sehr, sehr lecker aus. Das muss ich aber probieren. Das ist wahrscheinlich süßer Kuchen. Hier oben gibt es Brötchen. Also geschnittenes Brot. Das ist, glaube ich, auch süßes Brot mit Rosinen. Also verschiedene Brotsorten. Butter gibt es natürlich auch. Das ist hier wahrscheinlich wieder süßer Kuchen. Toast zum Toasten. Normales und Vollkorn, so wie es aussieht. Und hier gibt es noch Erdnussbutter, Nutella, Orangenmarmelade, Honig, Ananasmarmelade und Erdbeermarmelade. Ja, also ich glaube, verhungern wird man hier nicht. Das ist die komplette Auswahl hier auf dem Terrassenrestaurant. Ich werde dann mal irgendwann mal die Tage ins Hauptrestaurant gehen und das dann in der Hoteltour zeigen, was es da noch zum Frühstücken gibt. Eine Sache habe ich noch vergessen zu zeigen, und zwar gibt es hier noch verschiedene Zuckersorten, Puderzucker, Zimtzucker, brauner Zucker, Kondensmilch, Ahornsirup und Honig. Und dazu gibt es noch Waffeln, Pancakes und Crepes. Also ich würde sagen, mit dem Ausblick kann man auf jeden Fall das Frühstück genießen. Das finde ich tatsächlich echt mega, dieser Ausblick beim Frühstück. Es ist so ruhig, so entspannt. Man würde denken, wir sind alleine im Club, aber nee, es gibt noch ein paar Leute. Wir haben tatsächlich gestern gefragt, die Auslastung, also 500 Leute können maximal hier passen in den Club, und es sind gerade knapp 300 da, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, ich habe ja gestern mit dem TUI, also Reiseleiter, weiß nicht, ob es ein Reiseleiter ist, aber auf jeden Fall habe ich gestern einen Ausflug gebucht und habe ihn noch gefragt, und er meinte da hinten, wir sind ganz am Ende vom Club. Und da hinten ist noch ein Restaurant von den Einheimischen, und da hinten, wenn man langläuft, geht es zum White Beach und zum Coconut Beach, was auch noch sehr, sehr schön sein soll. Also das werden wir den Tag auf jeden Fall auch nochmal in Angriff nehmen. Man kann ja super schön am Strand spazieren. Da gibt es wohl auch noch ein anderes einheimisches Restaurant. Und auf der anderen Seite, wenn man da langläuft, gibt es auch noch Hotels und Massagemöglichkeiten. Werden wir auf jeden Fall auch die Tage nochmal auskundschaften. So, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit auf dem Weg. Ich mache mich jetzt Richtung Hauptpool. Denn da findet in 1,5 Stunden meine Wassersport-Session teil, wo ich mich für angemeldet habe. Für so Kurse muss man sich über die App anmelden. Genau, habe ich gestern gemacht, und ich nehme euch ein bisschen mit auf dem Weg. Ja, hier seht ihr, ist schon ein Pool. Also wie gesagt, Pools gibt es hier wie Sand am Meer. Hier ist ein Pool. Das ist jetzt hier aber in dem Bereich für Villen und Pool, Bungalow, Gäste, also der private Bereich, gibt es hier den Pool, und ihr seht, hier ist kein Mensch. Da sind auch die Strandliegen direkt für den Strand hier. Da liegt auch gerade kein Mensch. Und ja, es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Anlage. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich morgen früher aufstehen, um dann eine komplette Hoteltour zu filmen. Denn das ist schon hier riesig. Ich werde auch Turnschuhe mir anziehen müssen. Mal gucken, ob ich es in einem Tag sogar schaffe. Das weiß ich auch noch nicht. Ja, was war gestern? Ich habe einen Ausflug gebucht für Sonntag. Ja, da ist ein kleiner Vogel. Aber habt ihr ihn gesehen? Ja, Tiere könnt ihr ja auch ganz viele sehen. Gestern haben wir so eine Art Eidechse, Leguan gesehen. Und ganz viele Eichhörnchen gibt es hier, Libellen, Schmetterlinge. Eidechsen, kleine Eidechsen, auch so richtig süß. Ja, hier ist nochmal so eine Beschilderung, wo es hier lang geht. Also ich habe mir gestern einen Ausflug gebucht für Sonntag, denn alleine. Mein Freund ist nicht so der Aktivitätsmensch. Und ja, ich gehe schnorcheln auf eine Bootstour, 12 Stunden, werde morgens um 6 abgeholt, geht bis abends um 6, wie gesagt alleine, aber ich habe damit gar kein Problem. Denn ja, entweder hätte ich die Möglichkeit, gar nicht zu fahren, ne, weil ich zwinge ihn halt zu sowas nicht, und er ist auch nicht der Mensch, den ich dazu zwingen könnte. Oder ich fahre halt alleine.
Das sind die Möglichkeiten. Ja, also Schnorcheln dann am Sonntag habe ich jetzt gebucht. Der Ausflug hat ungefähr 100, 110 Euro gekostet. Aber Essen ist mit drin und wie gesagt, den ganzen Tag dann on the air, on the sea. Freue mich sehr. Und gestern habe ich auch noch eine Paarmassage für uns gebucht. Für heute 14 Uhr. Eigentlich hatten wir 15.30 Uhr gebucht, aber dann habe ich danach erfahren, dass montags, mittwochs und samstags ein Markt in Kaolack ist und man da so ab 17 Uhr hin sollte. Und dann wäre uns das ein bisschen zu knapp mit der Stunde Paarmassage. Deswegen haben wir die Paarmassage jetzt auf 14 Uhr gesetzt und gehen dann, machen uns dann fertig und dann fahren wir mit dem Taxi. Hier gibt es auch einen Taxistand direkt an der Rezeption zum Markt. Da nehme ich euch dann natürlich auch heute Nachmittag mit. Und ja, so ein paar Massagen nehme ich euch natürlich nicht mit, aber berichte euch, wie es war. Weil mittwochs ist tatsächlich ein begünstigter Tag für Massagen. Also da, wir zahlen jetzt fast nur die Hälfte. Normalerweise wird die Paarmassage so pro Person um die 80 bis 90 Euro kosten. Die Rückmassage eine Stunde. Und heute kostet es dann nur 40 oder 44 Euro umgerechnet. Jetzt zahlt man ja alles in Baht, also in der thailändischen Währung. Hier ist übrigens ein nächster Pool. Ein weiterer Pool. Der ist aber auch immer noch für die Villen- und Pool-Bungalow-Gäste reserviert. Wie gesagt, auch Strand liegen da vorne. Ein Pool. Und da seht ihr auch, da sind noch Pools von den anderen Zimmern. Man kann dann hier rein und dann, ja, ist so ein bisschen größerer Pool. Und ja, genau, wo war ich? Ich weiß es nicht mehr. Genau, Paarmassage. Ja, also heute auf jeden Fall sehr viel günstiger, deswegen haben wir es heute direkt gemacht, weil die Preise für Massagen sind halt im Robinson wahnsinnig teuer. Und ich weiß, Thailand ist das Massagedomizil. Und es gibt am Strand ja die Möglichkeit, da weiterzulaufen. Und wahrscheinlich würden wir da eine Massage für 10 Euro kriegen. Weil, wie gesagt, in Thailand ist das gang und gäbe und es ist sehr günstig. Diese Dienstleistung, würde ich mal sagen. Aber ja, wir haben uns jetzt noch nicht weit herausgetraut. Werden wir vielleicht die Tage nochmal machen, dahin spazieren. Und dann mache ich vielleicht nochmal die Massage irgendwie am Sonntag oder so, am Montag da hinten. Mal sehen, wie ich es mache. Ja, jetzt geht es für mich zum Hauptpool. Werde da noch ein bisschen verweilen. Und dann ist ja bald Wassergymnastik. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Anlage. Mein Freund ist ja auch nicht so, also der fliegt zwar in Urlaub, aber auch eigentlich nicht so gern. Und er meinte schon, also ihm gefällt es hier so gut, dass das auf jeden Fall nochmal herkommen würde und dass ich auch länger aushalten könnte. Das klingt bei ihm immer so dramatisch, aber er ist halt nicht so der Urlaubsfan und macht es halt eigentlich nur auch das halt mir zuliebe. Ja, hier ist halt der Eingang, ne? Also ab hier ist alles nur für die Poolvillas. Und jetzt kommen wir zu dem normalen Bereich. Aber er meinte schon, er wird auf jeden Fall wiederkommen. Hier ist das erste Mal für ihn, das erste Mal für ihn in Asien. Er war noch nie in Asien und ist sehr begeistert von dem Land, von den Leuten, vom Essen, was ich euch noch zeigen wollte. Da. Tsunami Evacuation Route, Third Floor. Ja, Kaolack war ja das, also war voll vom Tsunami betroffen, als dieser schreckliche Tsunami am zweiten Weihnachtsfeiertag hier auf das Land traf. Kaolack auch eines der schlimmsten Gebiete getroffen wurde. Also ist schon heftig, wenn man sich das so vorstellt. Naja, aber er meinte auf jeden Fall, er wird wiederkommen. Vor allem der eigene Pool vom Zimmer ist wirklich grandios, weil wenn, sagen wir mal, die Pools würden hier voll sein, aber auch wenn der Club ausgelastet wäre, glaube ich, hier gibt es so viel Platz, hier ist wieder ein Pool, ne? Also auch wenn der Club voll ausgelastet wäre, glaube ich nicht, dass es hier irgendwie Probleme gäbe, eine Liege zu finden oder es irgendwie voll wirken würde. Also wir nennen uns jetzt gleich den Hauptpool, hier ist noch so ein anderer Pool, hier gibt es auch Rutschen für Kinder, ich glaube, die kommen jetzt hier rechts. Also das Essen ist super, es schmeckt ihm und es freut mich auf jeden Fall, dass er hier wieder herkommen würde, weil ich war ja schon mal vor ein paar Jahren in Thailand und ich liebe das Land, also generell Asien liebe ich sehr. Ja, hier sind so zwei kleine Wasserrutschen für Kinder,
die dann auch irgendwann angemacht werden. Hier ist dann noch so eine Art Teich, also hier wird sehr viel mit Wasser gearbeitet. Ja, ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert und ihr habt jetzt genug gesehen. Jetzt noch einen Spielplatz für Kinder, aber da sind gerade welche. Ja, ich gehe jetzt zum Hauptpool und dann hören wir uns später. Der ist jetzt auch gleich wieder. Da kommt gleich der Hauptpool. Ich habe ein Plätzchen am Strand gefunden und ja, also es ist gar kein Problem. Hier sind noch so viele Liegen frei und am Pool ist auch kein Mensch. Also eben war kein Mensch da, sehe ich wohl ein Handtuch am Pool, aber hier muss man sich keine Sorgen machen, glaube ich, dass man keinen Platz findet. Und es war jetzt 22:30, also sehr entspannt hier. Und wie gesagt, man kann sich aussuchen am Pool, am Strand, alles sehr nah beieinander. Und hier kann man halt schön aufs Meer gucken. Natürlich zeige ich euch heute auch exemplarisch das Mittagessen. Wechselt natürlich auch jeden Tag. Hier gibt es eine Bowl-Station, wo man sich Bowls machen kann. Hier gibt es Thunfisch, Tofu, Hähnchen, Algen, alle möglichen Zutaten für eine Bowl. Dann gibt es da immer Salate. Ja, also heute gibt es hier Salat mit Schinken, Käse, Wassermelonen-Feta-Salat, thailändische scharfe Glasnudeln und pikanter Salat mit gegrilltem Schweinefleisch. Und hier steht tatsächlich eine Milch dran mit einer grünen Peperoni, aber es ist trotzdem für mich sehr, sehr scharf. Dann gibt es hier verschiedene Stationen, wo einem das Gericht zubereitet wird. Unter anderem hier Pita Thunfisch Sandwich. Da hinten ist die Getränkestation. Da gibt es Softdrinks, Cola, Fanta, Sprite, Wasser, Coke Zero. Es gibt aber auch Kaffee, Tee, Hot Chocolate. Dann gibt es auch jeden Tag frische Smoothies. Aktuell gibt es, heute gibt es Kürbis mit Naturjoghurt. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber letzten Tage war wirklich sehr lecker der Smoothie. Hier gibt es einmal stilles Wasser und einmal stilles Wasser mit Geschmack, mit frischem Obst drin. Hier gibt es frisches Obst. Heute gibt es Ananas, Cantaloupe, so eine Art Melone, Drachenfrucht, Wassermelone und Papaya. Es gibt heute eine spice-pikante Suppe mit Huhn, auch wieder mit einer gelben, mit einer grünen Peperoni, deswegen nichts für mich. Und es gibt eine Blumenkohlsuppe. Es gibt Brot. Dann gibt es noch mehr von diesen Zubereitungs-, ich weiß nicht, wie man das nennt, wo sie einem das Gericht zubereiten. Und zwar gibt es hier gebratene Glasnudeln mit Schweinefleisch. So, also habe ich mir jetzt einmal mitgenommen. Hier gibt es viele verschiedene Soßen noch, Chili-Soße, Sojasauce kann man sich noch drüber packen. Es gibt noch thailändische Meeresfrüchte-Soße, scharfe Thai-Dip-Soße, Chili-Soße, Pflaumensoße. Hier gibt es heute frittierten Maiskuchen, Pommes und frittiertes Hähnchen. Hier gibt es ein weiteres Gericht. Heute gibt es hier... Hello!
Massam Curry mit Rindfleisch, sieht auch richtig gut aus. Gibt auch immer Fisch. Heute gibt es wieder gegrillten Fisch mit Meeresfrüchtesoße. Ja, hier gibt es immer Soße mit Tomatensoße. Hier gibt es immer Soße. Hier gibt es immer Nudeln mit Tomatensoße und Bolognese-Soße, aber auch immer eine spezielle Pasta. Heute ist es Spaghetti mit Carbonara-Soße. Auch sehr gut, aber sowas kann ich halt zu Hause essen. Und hier sowas, gut, jetzt die Pizza. Ausgenommen die Pizza, kriege ich nicht jeden Tag. Ja, kommen wir noch zum letzten Stop, und zwar also dem Dessert-Buffet. Abends ist es tatsächlich auch sehr ähnlich aufgebaut. Es gibt nur noch mehr Dessert. Und ja, ich glaube auch, ach, das Buffet habe ich euch noch nicht gezeigt. Es gibt noch ein bisschen Buffet. Ja, das sieht das Dessert aus. Das gab es gestern Abend schon. Das hat sehr seltsam geschmeckt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Es gibt nur keine Beschreibung. Kaffeesoufflé. Oh, das muss ich mir, glaube ich, später holen. Das war sehr lecker. Ach, hier. Pandanus-Pudding in Kokosnusscreme. Was ist denn bitte Pandanus? Also, das hat so seltsam geschmeckt gestern. Überhaupt nicht mein Fall. Und Bananenschokoladen-Chili. Ach, und das gab es gestern auch. Schwarzer, klebriger Reis in Kokosnussmilch. Habe ich auch probiert, war auch nicht so mein Fall, weil irgendwie ist auch noch was Salziges dabei. Sehr seltsam. Aber man probiert natürlich gern auch neue Sachen aus. Wir sind jetzt wieder auf unserem Zimmer und von der Massage zurückgekommen. Und ja, wir haben eine gespaltene Meinung. Also, ich fand es sehr angenehm, sehr entspannt. Erstmal, der Spa-Bereich ist sehr schön gelegen. Man wird erstmal mit einem kalten Kräutertee begrüßt und geht dann in das Zimmer, in das Behandlungszimmer. Wir hatten zwei Liegen in einem Zimmer und dann wurden erstmal die Füße gewaschen und dann durften wir uns auf die Liege legen. Und ja, wir hatten eine Rückmassage gebucht für Verspannungen lösen mit auch Kräuterstempeln, so hießen die. Und ja, für mich, wie gesagt, sehr entspannt, hat mir sehr gut gefallen. Meinem Freund nicht so sehr, denn die Thai-Dame hat sehr viel Druck ausgeübt, auch mir im Ellenbogen an gewissen Stellen auf dem Rücken, was dann doch sehr, sehr schmerzhaft war. Und ja, also so viel, so ein kleines Fazit. Wir haben jetzt 1500 Baht bezahlt pro Person. Mittwochs ist das, ja, glaube ich, 50% tatsächlich günstiger. An anderen Tagen kostet es, glaube ich, 2900, 2800 Baht pro Person. Also ich würde es wieder machen, er nicht. Jetzt sind wir hier wieder in unserem Zimmer am Pool, werden hier noch kurz ein, zwei Stunden relaxen, und dann gucken wir mal, ob wir noch auf den Markt fahren, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Mal sehen. Und ich habe tatsächlich auch eben nochmal den Reiseführer gefragt, weil ich mir unsicher war wegen Verhandeln in solchen Ländern. Man muss ja natürlich keinen auf die Füße treten. In manchen Ländern muss verhandelt werden, in manchen Ländern halt nicht. Und er meinte, dass so Kleinigkeiten wie T-Shirts oder Seife oder sind so souvenirmäßig nicht verhandelt werden muss. Da sind die Preise schon relativ günstig. So ein T-Shirt 150 bis 200 Baht, das sind 5 bis 7 € umgerechnet. Und es gibt natürlich auch Taschen und Schuhe, auch Fake-Taschen. Da setzt man den Preis ein bisschen höher an von denen, und dann, ja, so um 20% sollte man dann verhandeln. Genau. Ja, bin mal sehr gespannt. So, ich habe mich ein bisschen gerichtet, weil wir nach dem Markt direkt zum Abendessen gehen und ich dann mich nicht mehr nochmal schminken werde. Genau. Jetzt geht's für uns mit dem Taxi zum Markt nach Khao Lak. Daniel hat mir schon geschrieben, er fand die Märkte super, denn da gab es mal ganz viel zu essen. Ich bin mal gespannt. Ziel ist es auf jeden Fall, Käppis zu kaufen, vielleicht das ein oder andere Souvenir für Daniel, Brina, Co. und meine Mama. Die hat nämlich morgen Geburtstag. Und ja, dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob wir heil wieder zurückkommen. Auf jeden Fall. Also, was soll denn passieren? Ich bin da sehr weltoffen und habe keine Angst, irgendwo hinzufahren. Und ja, ich habe jetzt auch nicht, also ich habe einfach nur so ein Kleidchen an. Letztlich habe ich Sneaker angezogen, keine offenen Schuhe. Weiß nicht, wie viel man da laufen muss, wie groß das alles ist. Und dann bin ich lieber mit bequemen Schuhen unterwegs. Ein paar Eindrücke zeige ich euch natürlich hier auch vom Markt. Und was wir gekauft haben, denke ich danach auch. So, ich bin jetzt am Markt angekommen und muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, hier gibt es Souvenirstände, Obst, T-Shirts, allen möglichen Krimskrams. Essen gibt es hier natürlich auch, aber ich glaube, ich werde immer im Hotel essen. Aber ich werde erstmal hier rumschlendern und gucken, was es so gibt.
Grillhähnchen mal anders. Hier sind die Hähnchen irgendwie aufgeschnitten, platt gedrückt. Aber auch interessant. Ja, da ist das Eis, kostet 75 Baht, das sind, keine Ahnung, 2 Euro oder so. Das ist jetzt die kleine Größe. Ich habe mich für, ich kann aber gar nicht, für Vanille, Mango und KitKat entschieden. Bin mal sehr gespannt. Ja, hier gibt es einfach Mojitos für 60 Baht. Das sind umgerechnet nicht mal 2 Euro für ein Mojito. Andere Cocktails kosten 120, also 3 Euro irgendwas. Also kann man sich schon gut gehen lassen auf dem Markt. Essen, was habe ich gesehen, gebratene Nudeln um die 80 Baht. So Currygerichte 100 bis 150, Frühlingsrolle irgendwie, was war das, 50 Baht oder so. Oder noch weniger sogar, 20 Baht sogar. Ja, also sehr, sehr günstig hier. Hier zum Beispiel mal ein paar Beispiele. 120 für ein Roasted Duck on Rice. Green Curry 120, 150 Massam Curry with Chicken, Fried Chicken with Garlic 120. Ja, könnt ihr immer so durch 35 rechnen. Hier gibt es frittierte Sachen, Frühlingsrolle 20 Baht, also 50 Cent. Gibt's hier gegrilltes,
Veitschrimps, 20 Baht. Hier gibt es auch Fisch, könnt ihr euch grillen lassen. Frisch wahrscheinlich heute aus dem Meer. Garnelen, Oktopus. Ja, ich trinke jetzt erstmal meinen Cocktail für 60 Baht. Also hier kann man schon, hier wird man satt und betrunken auf jeden Fall. Frittierte Insekten gibt es wohl auch. Möchte ich jetzt nicht unbedingt probieren. Skorpione. Bisschen aus wie beim Dschungelcamp. Ja, hin bin ich ja mit dem Taxi vom Hotel. Das war ein richtiges Auto. Jetzt wird es spektakulär. Jetzt fahre ich mit so einem Laster. Exciting. Auf jeden Fall. Sehr spannend. Aber schon cool. Und noch mein Mojito. Da kann man den Abend auch genießen, ja. Wenn ich gleich zurück bin, zeige ich euch, was ich alles gekauft habe. Wir werden auf jeden Fall nochmal am Samstag wiederkommen. Das ist richtig cool hier. Aber es gibt wenigstens Licht. Ja, mit Sicherheit. Wie versprochen zeige ich euch jetzt die Sachen, die ich heute gekauft habe. Wir fahren ja auf jeden Fall am Samstag nochmal hin und werden vielleicht noch Tee kaufen oder ein paar Souvenirs. Wie anfangs erzählt, wir hatten keine Kappen mehr, verloren, vergessen zu Hause. Deswegen wurden uns einige Kappen, eine schwarze New York Yankee, eine schwarze mit Pink, die ist für mich. Dann gab es eine Jordan-Kappe in Schwarz und nochmal eine Yankee-Kappe in Schwarz. Achso, die war blau, sieht man fast kaum in dem Licht. Und eine weiße Chanel-Cappy für mich. Ja. Dann ein paar Flipflops für mich, weil ich habe nur ein paar Flipflops dabei. Und beim Laufen reiben die tatsächlich, deswegen habe ich mir jetzt hier so günstige Flipflops noch gekauft. Tigerbalsam für meine Mama. Hilft gegen Schmerzen, Muskelverspannungen, kann man sich auf jeden Fall damit eincremen. Und Muskatnüsse. Ich habe schon mal Muskatnüsse in Indien gekauft damals, als wir auf der Kreuzfahrt waren. Die halten ja ewig. Und ja, eine neue Packung Muskatnüsse hat 50 Baht gekostet, das hat auch 50 Baht gekostet. Die Käppis sind so um die 7 Euro gewesen, also völlig in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, wir fahren am Samstag nochmal hin. Das war unser Tag hier in Robinson im Kaulack. Wir hatten einen tollen Tag, das Wetter war schön, der Markt war richtig amüsant. Wir wollen ihn auf jeden Fall am Samstag nochmal besuchen. Da werde ich die Kamera aber nicht mitnehmen. Ihr habt ja heute genug Eindrücke gesehen. Ich werde euch am Sonntag auf jeden Fall noch zum Ausflug mitnehmen und ja, die Hoteltour wird es auf jeden Fall auch noch geben. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!